Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. Ihr wisst es, ist uns gerade wer aufgefahren? Nein. Gut, es ist ein bisschen Stau. Ihr habt gesehen, ich habe den Mähdrescher zu unserem Hof gefahren. Da müssen wir mal kurz ein bisschen Platz machen. Die stellen wir mal kurz zur Seite. Das werden wir auch gleich noch bewerkstelligen. So, und dann kommen wir mit. So, jetzt werden wir... Ah, dieser Klaas, ne? Das ist ein Bild, ist das. Zack, da machen wir direkt nochmal ein Bild von. Und noch eins für unser Tagebuch. So, und dann werden wir mal auf unseren Hof fahren. Komm mal rum. Uah. Nein. Uah, geschafft. Wer hat denn dieses Loch da gebuddelt? So. Jetzt ist aber die Frage, wo stellen wir das hin? Wir lassen erstmal den Beiwagen ab. Wo stellen wir unser Gebiss hin? Unser Gebiss, wo stellen wir das hin? Wir können es da einstellen, da steht ein bisschen Weg, oder? Wo stellen wir unser Gebiss hin? Wir können es auch einfach hier reinstellen, oder? So, warte mal. Dann nehmen wir mal unseren Kleinen hier. Müssen wir aber kurz ein bisschen Platz machen. Das Gebiss können wir hier hinstellen. Nee, das ist, wird, glaube ich, ein bisschen zu eng. So, wir brauchen erstmal Platz. Das Gebiss stellen wir hier hin, würde ich einfach sagen. Dann schieben wir den mal kurz weg. Der Tiertransporter. Den stellen wir mal ein bisschen anders hin. Wow. So, zack. Machen wir in. Machen wir mal zu, falls es regnet. Hier können wir den hinstellen. So, ich stelle mal zurück. So, und... Jetzt rein mit dir. Das sinken wir mal. Nicht zu weit. So ist das ganz okay, finde ich. Jetzt müssen wir in den guten. Machen wir G. Den müssen wir auf der Seite absetzen. Und dann müssen wir gleich nochmal Platz für Schneidwerkwagen machen. Oh, hier liegt natürlich auch das rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann machen wir erstmal andersrum. Geh. Ich nehme mal mit. Ich weiß gar nicht, ob noch getrocknetes Getreide da ist. Nein, ist nichts drin, aber den können wir hier absetzen, würde ich sagen. Weil der für das getrocknete Getreide sein soll. Dann nehmen wir mal kurz die Schaufel weg. Überall steht ja auch alles im Weg, ne? So. Stellen wir jetzt mal hier hin, hier sind wir sowieso ein bisschen seltener. Schaufel hin. Zack. Das setzen wir jetzt hier rein. Ja, wir gehen weiter nach hier. Gucken wir mal. Hier kommen die Säcke und die Säcke schmeißen wir direkt hier rein. Sehr schön, das passt. So, rückwärts raus. So. Rum. Dann müssen wir jetzt hier vorne nochmal kurz ein bisschen Platz machen, würde ich sagen. Nur das hier vorne noch weg, unseren kleinen, das müsste, das war Kalk, war das, glaube ich, ne? Genau, den bringen wir nochmal kurz weg. So. Oder sollen wir den hier hinstellen, das ist auch doof. Wir können den auch probieren, hier hinzustellen.
herstellen. Oh, was ist denn das? Unser Feld ist schon reif. Okay. Und lassen wir noch mal ein bisschen wachsen. So. So. Wir wollten hier sowieso noch aufräumen. So, dann können wir das auch gleich hier probieren mit dem hier. Sind zu hoch. Na. Was ist denn hier los? So. Und so niedrig, Mann, was ist denn hier los? Na komm, dreh dich richtig, dreh dich richtig, dreh dich richtig. Sehr schön. Ja, komm, die lassen wir da stehen, das ist okay. So, dann haben wir das. Unsere ganzen Tonnen in einer Reihe, sehr schön. Eigentlich fast einer zu viel, würde ich sagen, aber das ist okay. So, und dann... Wo ist unser Drescher? Wo ist unser Drescher? Da ist der Drescher. Wo stellen wir den eigentlich hin? Das ist auch noch so eine Frage, ne? Das ist auch noch so eine Frage. Passt der in diese Halle rein? Glaube ich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass der hier reinpasst. Ah, vielleicht ganz gerade. Vielleicht. Vielleicht ganz gerade. Genau mittig. Das wär so genial. Na? Na? Mist, wir kommen nicht ganz unter. Ja, ne. Nicht, dass wir ihn kaputt machen und nicht mehr rauskriegen. So, gut, dann lassen wir den einfach draußen stehen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, komm her hier. Das ist dein Parkplatz jetzt hier. Schön an der Kante. Genau, das passt hier genau hier vor. Sehr schön. So, und jetzt holen wir noch... Das ist der große, den wollte ich jetzt nicht. Den kleinen. Jetzt holen wir noch dein Schneidwerk. Machen wir heute mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Das ist heute wieder Aufräumtag. So, und... So, eigentlich wollten wir das Ding da ja hinstellen, ne? Egal. Dann stellen wir den jetzt einfach hier hin. Passt auch. Sehr schön. So. Dieser Wasserwagen. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Dann würde ich sagen, wir wollten noch uns den schönen kleinen LKW kaufen. Das machen wir diese Folge auch noch. Da ist ja der Manns 5516. Design normal, Motorausführung. Ach, nehmen wir gleich die große. Mithänger, machen wir gleich Mithänger. Hauptfarbe lassen wir so, das ist okay, kaufen. So, jetzt haben wir unseren Fuhrpark mal standesgemäß ein bisschen vergrößert. Den können wir auch mal woanders hinstellen. Den brauchen wir bald. Wenn wir hier ernten, dann kannst du hier hin. Das können wir hier hinstellen. So, okay, das ist jetzt so. Aber wir wollten den doch... Mit Hänger, ach so, ach, das war mit Hänger gemeint. So, aber wir müssten, glaube ich, nur... Einmal, ja, da müssen wir ja reingehen.
Einmal, zack, konfigurieren. Nicht mit Design. Hänger ohne, konfigurieren. Und jetzt müsste er mit. Sehr schön, jetzt haben wir. War auch nicht ganz so teuer. Ihr wisst, du habt es gesehen, gebraucht. Ich finde ihn aber schön. Den habe ich auch in meinen letzten Let's Plays genommen. Und weil diese Map ja sowieso ein bisschen größer ist und dass man weiter von A nach B fahren kann, ist das okay, dass wir mal so ein bisschen schnelleren kleinen LKW haben, der 80. Agu 82 fährt er, das ist okay. Von der Geschwindigkeit her. Müssen wir nur mal ein bisschen aufpassen, wenn er beladen ist. So, den bringen wir auch noch zum Hof. So, und dann war es eigentlich alles das, was ich kaufen wollte. Wollte ich noch irgendwas kaufen? Vielleicht fällt euch ja noch mal was ein. Ansonsten würde ich sagen, könnten wir ja noch mal nach einem Feld gucken, würde ich sagen. Nach einem Feld können wir gucken. Und ich würde sagen, so 100.000 lassen wir uns plus minus für die Tiere noch über. Ich weiß ja nicht, wie viel wir für 100.000 kriegen. Das können wir ja dann gleich mal gucken. Aber wir brauchen ja verschiedene Tiere. So. So, erstmal kommst du jetzt auf unseren Hof. Boah, denn da müssen wir echt noch lernen zu fahren. Und dich können wir ja eigentlich hier hinstellen. Hier fahren wir sowieso nie lang. Noch nicht. So. Das haben wir. Dann gucken wir mal. Reifegrad. Ach, das ist noch nicht ganz reif, unser Feld 39. Okay. Wachstum. Das ist schon fast reif. Okay, was? Feld 7 und... Da ist doch auch Mais drauf, oder? Was ist denn hier drauf? Besuchen. Kartoffeln. Nee, das brauchen wir nicht. Was kostet denn das Feld? Besuchen. Hier müsste auch Mais drauf sein. 119.000, dann hätten wir noch 80.000 für die Tiere. Was gibt es denn hier noch? Das ist auch relativ groß. Was ist auf Feld 8? Auch irgendwas Kraut entfernen. Abgeerntet, aber das würde uns natürlich auch... Ah, komm, wir nehmen das Feld. Kaufen das. Nein, nicht Feldmission. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich jetzt die Feldmission gemacht? Nein, die wollen wir abbrechen. Abbrechen. Jetzt habe ich mich aber total verklickt. Wie komme ich denn hier raus? Wie kann ich denn eine Feldmission abbrechen? Das weiß ich gar nicht. Achso, kehrt zurück. Okay. Entschuldigung, ich wollte das kaufen. Mission fehlgeschlagen. Okay. Wollten wir sowieso nicht. Wir wollten es kaufen. Genau, wir kaufen das jetzt. Haben es gekauft. Haben jetzt nur 80.000. Aber das war doch schon reif, ne? Genau. Das heißt, wir können anfangen. Wir können anfangen mit der Maisernte. Solange unsere anderen Felder noch nicht fertig sind, können wir Mais ernten. Das ist doch toll. So, da können wir gleich unser Gebiss, so, und dann. So, fahren wir mal zu unserem neuen Feld, würde ich sagen. Ha! Das ist auch relativ schön groß, schön viel Mais wieder. Das ist schön, das können wir einlagern. Wir brauchen ganz viel Schweinefutter, weil wir haben richtig großes vor mit vielen Schweinen züchten, verkaufen. So. Tag. So, Feld. Was haben wir jetzt gekauft? 46, glaube ich, oder? Feld 47. Ist das 46 das nächste? Okay. Ah ja, die Zahlen gehen runter. Dann gehen wir mal zu unserem Feld 47 und fangen gleich mal mit der Maisernte an. Ah, es dämmert zwar noch ein bisschen, aber ist okay. Das ist okay. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen ernten. Und dann können wir in der nächsten Folge halt den Helfer das weitermachen lassen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Ja, ist klar, jetzt kommen natürlich auch noch so viele hier. So, und nach dir fahren wir rein auf unser Feld. So, einen wunderschönen Tag. So, dann klappen wir das mal auf. Wir klappen auch unser Schneidwerk auf.
Wir machen aber erstmal ein Vorgewende, würde ich sagen. Und wir sinken. Ach nee, wir können es gleich starten. So, und Leute, wir gehen in unser ersten Mais. Sehr schön. Oh, auch eine schöne Optik, muss ich sagen. Das sieht echt klasse aus. Das Feld ist, glaube ich, aber nicht gedüngt. Ach, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dafür hauen wir gleich hier Mais runter vom Feld. So. Sag mal, welche Form hat denn das? Dann werden wir einfach erstmal hier jetzt zwei Bahnen machen und dann auf der anderen Seite, dass man immer schön direkt drehen kann. So, komm mal her hier. Und ich muss sagen, unser Klaas, er schlägt sich ganz schön gut. Er kämpft sich hier durch. Das ist doch top. Und haben wir hier schon wieder. So. Fahren wir nochmal rückwärts. Und dann machen wir nochmal eine Rutsche und dann passt das. Und machen wir auf der anderen Seite noch. Und dann können wir hier auch immer schön drehen. So. Ah, viel kommt hier echt nicht runter vom Mais, ne? Muss man sagen. Aber das ist nicht so schlimm. Danach können wir das Feld auch gleich dann mal pflügen. Pflügen haben wir ja auch aktiv. Aber pflügen, dass sich ein Helfer machen, das ist, also so pflügen, ich bin nicht so der große Pflüger, da bin ich ehrlich. Ich kann auch nicht wirklich gut pflügen. So, jetzt machen wir hier nochmal auf der Seite das vorne und dann fahren wir mal hoch. Aha, das ist echt ein großes Feld. So. Machen wir es mal ein bisschen anders, aber da fahren wir, glaube ich, fast unten rein. So, zack, das reicht. Wow, 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 nicht zu weit runter, nicht zu weit runter. Wir wollen nicht runterfallen. So. Das müsste eigentlich reichen. Da können wir jetzt an der Seite schon direkt weiterfahren. So. Unser guter, machen wir kurz aus. Kommen wir mal schneller hin. So, dann starten wir unseren Klaas mal. Und dann haben wir unsere ganzen Felder mittlerweile auch schon verbunden, ne? Das ist sehr schön. So, und auf geht's. Noch kurz, ein Stückchen rüber. So, und auf geht's. Ab durchs Maisfeld, würde ich sagen. Machen wir nochmal ein Foto. Ja, ich würde sagen, der Klaas macht echt gute Arbeit. Er zieht's rein. 20% haben wir jetzt drin. Naja, das ist nicht viel. Gucken wir mal von drin. Sehr schön. Was haben wir da? Ah, Sprit ist voll. Die Anzeige ist ein bisschen kaputt. Das ist okay. Alles an. Gebläse ist an. Sehr schön. Ja, er zieht schön den Mais rein. Ja, unsere anderen Felder, sie wachsen. Man sieht es. Dahinter wird schon fast reif. Also unser Mähdrescher, den haben wir zur rechten Zeit gekauft. Er wird jetzt echt jede Menge zum Arbeiten haben. Jede Menge. Und das Feld ist echt relativ groß. Gut, hat uns auch 120.000 gekostet, ne? Oder, glaube ich, 119. Ist fast so groß wie 49, aber immer noch nicht so groß wie Feld 6. Auf Feld 6 haben wir ja auch noch Mais drauf. Da werden wir jede Menge runterkriegen. Also wir werden auf jeden Fall jede Menge auch einlagern. Wir lassen doch hier nichts stehen. Wir lassen hier nichts stehen. Und dann passt sich das wieder mit der nächsten Reihe nicht. Ach, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dann fahren wir jetzt halt nochmal selber. So. Unser schöner Klaas.
Dominator 118 S.I oder S.K? Habe ich nicht so ganz erkannt. SL, SL. Oh, oben steht es ja. Klaas Dominator 118 SL. Sehr schön. So, würde ich sagen, machen wir die Reihe fertig. Und dann können wir in der nächsten Folge, können wir rein theoretisch dann vielleicht den Curseplay laufen lassen, dass wir dann abfahren. So, machen wir einmal rum hier. Zack. Und nochmal eine Runde. Aber ich sag euch jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum bei Bürgerim LP. Ich sag danke fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen. Feedback, wenn ihr was habt, kommentiert. Ich bin für alles offen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.